So, hier haben wir die Imolent MS 12 Mini, eine absolut unglaubliche Lampe. Wir haben hier eine Leistung von bis zu 65'000 Lumen. Extrem hier, die Lumenzahl. Gibt enorm viel Licht in einem super kleinen Format. Also relativ zu der Leistung kann man sagen, ist sie sehr, sehr kompakt. Zur Kühlung haben wir 3 Ventilatoren. Seitlich hier einen und hier rückseitig noch einen platziert. Ein Knopf zur Bedienung. 6 Helligkeitsstufen. Bis zu 65'000 Lumen. Kurzzeitige Spitzenleistung. Hinten das Akkupack können wir direkt aufladen. Es ist unten nach dem Akkupack der Ladeport vorhanden. Die Lampe wird komplett geliefert mit Akku und Ladegerät. Und auch Gürtelholster ist dabei. Wir können die Lampen abkühlen. Auch so, wenn sie nicht am Leuchten ist. Und auch wie man es hört, die Ventilatoren sind hier jetzt schön in Betrieb. Die Lampen wirklich hier kühlen. Natürlich kann man sagen, wenn die Lampe läuft, vor allem bei der Turbo. Leistung oder der Maximalleistung. Auch dann wird sie natürlich sehr schnell heiß. Und ich würde sagen, wir starten. Wir gehen kurz schnell in die erste Stufe. So sieht es aus mit 1'500 Lumen. Das ist das tiefste hier. Und wir gehen mal direkt durch in Turbo. Kurz schnell in Off-Zustand. Und direkt in den Doppelklick in Turbo in die volle Leistung. Absolut enorm hier die Leistung. 65'000 Lumen. Gewaltige Lichtmenge bei der MS 12 Mini. Wird enorm hell. Ist absolut ohne Vergleich zu etwa jeder Lampe in dieser Grösse. Total ein Unterschied, wenn man das vergleicht mit so 2'000-3'000 Lumen, die man sonst bei einer taktische Lampe haben, wird wirklich alles zusammenhauen. Und man spürt, die Lampe wird heiß jetzt. Hat natürlich schon Einfluss mit dieser Leistung. Da haben wir relativ schnell mal eine Hitzeentwicklung. Die maximale Konstantleistung ist bei 13'000 Lumen und auch das immer noch sehr, sehr hoch. Die Ventilatoren aktivieren sich automatisch, aber eine gewisse Helligkeit zu der Kühlung der Lampe. Wir gehen jetzt mal durch die einzelnen Stufen durch. Unten nachher sind wir auf 1'500 Lumen. So jetzt momentan. Wir haben die Möglichkeit via Dreifachklick direkt immer in der tiefsten Stufe mit diesen 1'500 Lumen zu starten. Oder via Doppelklick können wir jederzeit direkt in die volle Leistung. Außer natürlich, wenn die Lampe schon heiß ist oder auch wenn der Akkustang nicht mehr hoch genug ist, dann haben wir natürlich nachher nicht mehr der Turbo-Zugriff. Wir gehen jetzt mal hoch. Zweite Stufe, 3'000 Lumen. 5'000. 13. 25. Doppelklick. 65'000 Lumen. Enorm hier die Leistung in diesem Format. Es ist wirklich alles zusammen hier. Vor einem ist hell. Man sieht in der Mitte noch so ein den Spot, der natürlich noch ein bisschen stärkere Beleuchtung gibt. Aber auch das Flutlicht draussen durch. Ist wirklich enorm hier die Leistung bei dieser MS 12 Mini von Imolent. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Noch eine Turbo, kurzzeitig. Enorm hier, wie das so wirkt. Und jederzeit natürlich, man spürt, jetzt ist die Lampe wirklich heiß. Es wird auch im Akkupack wird es warm. Wir können nachher abstellen, Knopf gedrückt halten und dann schön die Ventilatoren hier sollen laufen zur zusätzlichen Kühlung, auch wenn die Lampe natürlich jetzt so nicht in Betrieb ist. Im Winter natürlich angenehm, wenn es kalt ist draussen. So als Handwärmer kann man das natürlich auch brauchen. Sicher, die Lampe, da ist das nicht unbedingt der Nachteil, wenn es ein bisschen warm wird.
Und jetzt mal hier auf die andere Seite rum. Wir sind jetzt noch bei 1500, tiefste Stufe. Wir gehen noch eine Stufe in Tourboot, direkt gerade. 65'000 Räume in 3, 2, 1. Turbo. Enorm hier die Leistung bei der MS-12 Mini. Besten Dank fürs Zuschauen. Ihr findet weitere Infos zu dieser Lampe auch online unter imalent.ch oder auch via muelleroutdoor.ch. Besten Dank soweit fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich auf eure Nachricht oder je nachdem auch auf eure Bestellung.